Welt über meine priesterliche Berufung wissen soll. Frauen können berufen sein. Und es ist auch wunderbar, dass Frauen zu Priesterinnen in der römisch-katholischen Kirche berufen sind. Nur leider sagt die Kirche noch heute immer noch, dass nur Männer Priester sein dürfen. Das ist klar eine Diskriminierung, weil Jesus eine Gleichheit in die Welt gebracht hat. Wenn man die Bibel aufmerksam liest, heißt es da zum Beispiel, sagt der Apostel Paulus, es gibt nicht mehr Mann und Frau, sondern wir sind alle eins in Jesus Christus. Und wenn man das auch ernst nimmt, wenn das die katholische Kirche ernst nehmen würde, dann würde es heute Priesterinnen geben. Weil wenn wir keine Priesterinnen in der römisch-katholischen Kirche haben, schließen wir die Hälfte der Kirchenbevölkerung aus. Und ich glaube, es ist nicht nur eine große Schande, sag ich mal, für unsere Theologie, sondern es ist auch ein großer Schaden für die Pastoral, für die Kirche vor Ort, wenn Frauen ausgeschlossen werden. Es ist Zeit für römisch-katholische Priesterinnen. Und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist noch viel mehr dort wirkt, dass auch die katholische Kirche oder beziehungsweise die Führung, die Päpste, der Papst, die Bischöfe und die was zu sagen haben, dass sie auch wirklich spüren, Frauen können zur Priesterin berufen sein und es tut der katholischen Kirche gut.